Jetzt kommen wieder zurück zu einem neuen Video, mein Lieber. Heute Folge Nummer 6 ist das schon. Vorab, ich habe den Lidl ein bisschen umgebaut, weil viele Produkte bei uns einfach abgelaufen sind und wir die mal weggeworfen haben, deswegen noch gesponsert haben für die Tafel. So sieht jetzt der Laden aus, schon hier ein Regal. Hier kommt schon der erste Kunde. Die jetzt erst neu zu gucken. Saft und Käse haben wir nicht, weil der Käse ist gerade nicht da. Das ist gleich. Tagesaufgabe. Sorge dafür, dass 50 Kunden an dein Deko at Ele Land vorbei gehen. Ich muss extra Deko kaufen. Deko. Du hast nicht genügend Lidl-Punkte. 200 Lidl-Dinger, okay. Wie kriegen wir das hier, dass Leute zufrieden sind? Dass wir das. Okay, ich kann nicht mehr kann, wie tödlich ich bin. Was wir dagegen haben, wir auch unmöglich. Fenster. Ich bekomme. Also, das sieht ein bisschen schlecht aus. Das ist ein Kunden, der alles liebt. Doch kein Käse. So, jetzt haben wir Käse. Für Käse und Saft, ja, brauchen wir einmal dieses Glas. Und dieses Glas habe ich nicht. Und ich habe hier auch keine. Punkte, das bedeutet, ich muss jetzt erst nach Lidl fahren und die Tagesaufgabe machen. Und bei Lidl muss ich einmal die ganzen Sachen scannen. Was kann ich kriegen? Ein Protein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Sachen suchen, 8 Sachen scannen. Wir sehen, über Akku schlechter. Ernsthaft, jetzt sind die Kunden wieder weg. Oh. Wir haben schon 100-mal warten. Das ist so mit zwei Karotten. Kriegst du. Käse kriegst du nicht. Kraft haben wir auch nicht. Schmiedesaft. Was Neues bauen wir halt 2000. Hey. Ich vorstelle, dass wir die Kurve verbessern und den neue Kurve kriegen. Ich habe eigentlich jetzt was Besseres gedacht. Schade.
Zombie-Blau und Kraftkabel. Aber oh, vielleicht kaufen die zu mir einfach Labyrinth. Jetzt können wir es sonst gut sehen. Jetzt haben wir rechts oben ein, Warte, den Namen kann ich doch sehen, weil ich der drauf habe. Jetzt doch Deko. Du hast nicht genügend Deal-Punkte, so nicht mal die. Jetzt in der Ware einsortieren. Mhm. Achso, warte. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite bei der Produktabteilung auch noch was. Das muss ich auch umweg machen. Wieso möchte ich so gut wie jeder eigentlich Käse haben? Umis kommen wieder. Umis kaufen immer viel ein. Mach ein Sortiment schnell und dann haben wir Kanonik. Ist so nicht drin. Wollen wir jetzt rechts oben wieder gucken, haben wir 174 Lidl-Treupunkte. Und den Saft. Käse. Neue Ware. Ein Schatz. Kasse ist voll. Jetzt wieder leer. Wieso möchte ich jedes Kind Saft und Chips haben? Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Leute im Markt, die nur Saft haben wollen. Ich glaube, Saft und Käse im Laden zu haben, lohnt sich. Haben keinen Saft. Haben keinen Saft. Haben keinen Käse. Immer ist es so.
Tut mir leid, dass wir die ganze Sache nicht haben, aber... Huhu! Käse und Saft haben wir halt. So, die Öl haben nicht das Video. Ein paar Sekunden, ein paar Minuten noch. Dann habe ich auch schon auf. Aber oh, warte, Nee, muss ich jetzt schon gleich aufhören. Dann würden 20 Sekunden auf. Dann mach mal Geld ein. Und da fange ich schon mal an, mich zu abschieben. Wenn euch das gefallen hat, dann gib mal einen Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefallen hat, gib mal einen Daumen nach unten. Abonnieren wäre noch sehr schön. Bis dann. Tschüss.